One, go. So, moin moin Leute, Stahlwerk, Warm-up, 24. Spieltag, Part 2 Top-11-Team. Und Part 2 hat letzte Woche am allermeisten Spaß und Freude gemacht. Ein bisschen Bauchschmerzen hatte ich, während ich mir dein Video angeguckt habe, Jacob. Vielleicht hat man es gemerkt, ich habe versucht, es noch zu überspielen. Magst du ganz kurz einmal beschreiben, was hast du dir oder hast du dir Gedanken gemacht, als du eigentlich dein Team aufgestellt hast? Ja, durchaus. Ich glaube, zu viele. Das war das Problem. Also ich habe viele gute Ideen gehabt. Zum Beispiel hatte ich ja Behrens im Sturm, der durchaus getroffen hat. Das Problem ist, wenn man nur Baku in die Abwehr stellt, der auch ein gutes Spiel macht und beide bei Wolfsburg spielen, dann wird es schwierig auf Dauer. Oder last second doch noch Jadon Sancho mit reinnehmen möchte und dann kurz vergisst, ob der jetzt eigentlich Stürmer oder Mittelfeldspieler ist beim Kicker. Das vielleicht als kurze Zusammenfassung. Ich bin diese Woche ein bisschen mehr auf Nummer sicher gegangen. Hoffentlich. Lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, es gibt leider für euch, gut für mich, weniger zu lachen. Lachen könnt ihr dann wieder über meine 37 kläglichen Punkte, die ich dann am Schluss hole. Aber bis dahin, glaube ich, wirkt es halbwegs seriös, was ich auf die Beine stelle. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Herzlichen Glückwunsch dazu. Meine Frage ist, hast du dich eigentlich letztendlich noch dazu entschieden, auch einen Kapitän dazu zu nehmen oder hast du es ohne Kapitän gelassen? Ich habe last second noch einen Kapitän dazu genommen, tatsächlich. Und das war, weißt du es noch, wen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Schaden genommen. Ah ja, okay. Also keine mit der 5,0 immerhin. Nein. Das machen andere. Das können andere machen. Das habe ich dann doch schon geschafft in der Vergangenheit. Ja, gut. Gut, was interessiert uns das Geschwätz von gestern? Ich würde sagen, wir steigen ein. 24. Spieltag, wir haben einen Experten dabei. Ich freue mich sehr, beziehungsweise das Wort Experte muss er mir vielleicht nochmal erklären. Vielleicht Hinrunden-Experte, aber ich glaube in der Rückrunde, ich glaube, wir haben es mit Night Alex zu tun. In der Rückrunde Platz 50. Ich habe versucht, ihn mal zu scrollen, aber meine Maus hat irgendwann aufgegeben. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn trotzdem mal zu Worte kommen. Hinrunde, Tabelle 7, also Rang 7 immerhin, das ist schon nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir starten. Ich schreibe so ein bisschen wieder nebenher mit und gucke es mir an, das Team. Und dann bin ich mal gespannt, was sich bei unseren Teams so doppelt. Hallo Nico, Jacob und Community. Ich wollte jetzt, wo es in die heiße Phase geht, auch noch einmal meine Top 11 präsentieren. Und hier beginne ich mit dem Spiel Bremen gegen Hoffenheim. Ich erwarte, dass die Offensiven relativ neutralisieren. Und bin deswegen hier mit Zetterer und Kabak gegangen. Es sollte ein knappes Spiel werden, eventuell sogar ein Unentschieden. Und dann könnte auch ein defensiver Spieler des Spiels abgreifen. Ähnliches denke ich bei Dortmund gegen Union. Ich erwarte kein sonderlich gutes Spiel, allerdings auch eher ausgeglichen. Dortmund könnte wieder stolpern. Allerdings sehe ich Union auch nicht so stark, dass sie hier trotzdem den Sieg behalten. Marzen natürlich die letzten Wochen jetzt nicht mehr so gut wie zu Beginn der Rückrunde, aber ich hänge noch ein bisschen dran. Könnte durchaus auch ein Spieler des Spiels für zum Beispiel Vogt abfallen oder ein Torwart. Versuche es hier deswegen mit Marzen und Vogt. Dann Gladbach gegen Mainz, hier erwarte ich auch ein ausgeglichenes Spiel, allerdings eher in die komplett andere Richtung als die ersten beiden Spiele. Ich erwarte eher ein Torfestival bei diesen wackeligen Defensiven und Amiri, der zuletzt stark performt hat und Ngumu, der natürlich etwas voreingenommen durch das letzte Spiel ist, aber da hatte ich auch schon so ein bisschen das Bauchgefühl, dass er abgehen könnte, habe mich dann last minute gegen einen Gladbach entschieden, was natürlich eine meiner Glanzleistungen der Rückrunde ist, aber da kann durchaus bei beiden was gehen. Dann nehme ich mal zusammen Wirtz, Führig, Seschko und Kane. Bei allen vier Teams sehe ich eigentlich recht deutliche Siege. Natürlich Leipzig zuletzt jetzt halt nicht mehr so souverän wie vielleicht in der Hinrunde. Und auch Stuttgart ist jetzt mal wieder gestrauchelt. Allerdings bei beiden geht es um die Champions League. Und ich erwarte jetzt hier auch eher keine großen Stolpersteine bei den Gegnern. In der Defensive hätte ich auch noch einen Leverkusen nehmen können, wenn Beste sicher fit gewesen wäre. Wäre das eventuell eine Option gewesen statt Wirtz. Aber habe mich im Endeffekt dagegen entschieden. Und zu guter Letzt habe ich noch Demirovic. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob Augsburg auswärts es gegen Darmstadt über die Runden bringt, aber Demirovic ist eigentlich immer beteiligt an Toren oder wenn etwas bei Augsburg geht. Und
selbst ohne Scorer macht er meistens so eine gute Figur, dass eine gute Note dabei rausspringt. Und deswegen will ich hier auch nicht abweichen. Kane natürlich Kapitän. Nach der letzten Woche will man es nicht verpassen, falls er doch wieder trifft. Und ja, das ist mein Team. Viel Glück an alle. Ich hoffe, diese Woche geht es bei mir wieder aufwärts. Und ja, schöne Grüße. Einfach ein nettes Kerlchen, der Alex, oder? Wie anders sagen. Sehr sympathisch, selbstkritisch. Das fehlt uns ja manchmal, Nico. Alles, was mir uns fehlt an der Stelle, vereint Alex sehr, sehr nett. Witzig finde ich die Einschätzung zu den Spielen. Also bei den Spielern selber muss ich sagen, vier Überschneidungen gibt es bei mir. Das finde ich gar nicht wenig. Aber die Einschätzung zu den Spielen zum Teil ganz anders. Also Bremen gegen Hoffenheim als wenig torreich, Dortmund, Union wenig torreich, aber Mainz gegen Gladbach, genau. Ja. Spannend. Ja. Verrat mir ganz kurz bei dir, was für eine Aufstellung darf ich einloggen? 3-4-3, sofern ich alle Positionen richtig zugeordnet habe. 3-4-3? Ja. Wunderbar, dann starten wir mit 3-4-3, habe ich bei mir auch schon eingeloggt. Und welcher Torhüter wird es bei dir? Premiere. Zwar doppelte Premiere. Zum einen Premiere im Top-11-Team, zum anderen Premiere, weil der gute Mann hoffentlich, laut meinen Tipps, zum ersten Mal in seiner Karriere zu Null spielt. Ich glaube, im 37. Spiel. Und zwar ist es Finn Dahmen von Augsburg. Ich meine, ich habe es richtig im Kopf, aber ich weiß nicht, ich habe das vor 2 oder 3 Wochen gelesen, da hat er, glaube ich, 34 Spiele gehabt, kein einziges zu Null. Beachtenswerte Premiere, die es so noch nicht gab, Tor bislang. Und deswegen, wenn nicht gegen Darmstadt, wo Nico 2 Tore sieht, wer auch immer die schießen mag, ich sehe keine Tore für Darmstadt, dann sehe ich einen zu Null Sieg, zu Null Punkte und eine gute Leistung von Finn Dahmen. Sehr schön, gefällt mir. Ich habe es auch, neulich habe ich die Statistik auch, irgendwo ist die gedroppt worden, habe ich sie auch gehört. Genau, sinnvoll, stimmig. Zu meinem Gesamtteam muss ich noch sagen, ich habe, glaube ich, 4 Spieler drin, die ich zum ersten Mal genommen habe, am 24. Spieltag. Das finde ich eigentlich nochmal ganz nice. Aber im Tor bleibe ich auch meiner Geschichte treu. Es wird nicht ein zu Null Spiel, aber er wird über sich hinaus wachsen und wird die Überraschung zur Überraschung des Spieltags beitragen. Marvin Schwäbe, 1-1, Köln-Leverkusen. Genau. Lasse ich so stehen. Wäre meine zweite Wahl gewesen, tatsächlich. Ja? Weil war gegen Stuttgart gut. Und ich meine, du hast ja eine 1-1 getippt. Dann muss Schwäbe überragend spielen. Mach ja, genau. Ja, aber halt nicht zu Null. Ich war noch ein bisschen an Meier überlegt. Also Kobel hätte ich sowieso genommen. Meier vielleicht Baumann. Aber dann war Baumann, spielt auch nicht zu Null. Dann kann ich auch lieber offensiv starke Leverkusener nehmen. Und in der Abwehr würde ich sagen, mache ich weiter linker Abwehrspieler Maxi Mittelstädt. Stuttgart. Ich sehe den Sieg gegen Wolfsburg. Und ich finde Mittelstädt, wenn er spielt, soweit ganz gut. Sollte er nicht spielen, würde ich mir herausnehmen, und ich weiß es kaum zu glauben, wenn ich das jetzt so sage, aber ich würde mir herausnehmen, doch vielleicht auf Waldemar Anton dann zu gehen an der Stelle. Aber ich würde natürlich schriftlich nochmal einen Antrag stellen, auf jeden Fall bei uns im Chat. Aber erstmal würde ich mit Maxi Mittelstädt gehen und bin mir gespannt, welche 2 Abwehrspieler du dazustellen magst. Ja, kann ja Maxi Mittelstädt kopieren. Gut. Der ist bei mir auch drin. Ich glaube, Begründung muss man gar nicht so viel sagen. Sollte er nicht spielen, würde ich das bei Evo beantragen, aber würde auch noch ändern. Und zweiter war bei mir letzte Woche schon drin, ist in der Rückrunde so ein bisschen der Dauergast geworden, Robin Gosens, der sich so langsam wieder gefangen hat, nachdem du schmunzelst. Vermute ich, dass er gleich auch bei dir kommt, Nico. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, gefühlt fast immer nur Linksverteidiger aufgestellt. Also bis jetzt Grimaldo sind, Finkgräfe, jetzt Mittelstädt, Gosens, ich hatte noch 2 andere, glaube ich, drin, auch im Laufe der Rückrunde schon. Ich kann nicht sagen, dass es ein Erfolgsrezept ist, also überhaupt nichts, was ich jetzt anbieten würde zu kopieren. Aber warum auch immer lande ich dann doch am Schluss meistens bei den Linksverteidigern in der Liga. Wunderbar. Ich habe gerade 10 Euro gewonnen.
Weil ich gesetzt hatte darauf, dass du Grosens nimmst, den gelb gesperrten Grosens. Sehr schön. Ja, mit Faktor 10. 1 Euro habe ich investiert, 10 Euro gewonnen. Ich habe noch einen zweiten Spieler, wenn ich die Kombination gewinne. Das heißt, wenn du den auch noch reinnimmst, dann kriege ich sogar einen Faktor 100 raus. Aber das sehen wir später im Verlauf des Abends. Du kannst dir, während ich weiter rede, kannst du überlegen, wen du alternativ zu Grosens nimmst. Ich biete dir mal zwei Spieler an. Das eine von Union Berlin natürlich, dann hält nicht sein ganzes Team in sich zusammen, wäre Juranovic, dürfte wieder spielen auf der rechten Position. Ja. Du könntest auch Roussillon nehmen, der dürfte mich Gosens ersetzen. Ich entscheide mich aber zum ersten Mal, Premiere-Spieler von Union Berlin, den ich nie aussprechen kann, Döki, Duki, sonst irgendwas, weil er am ehesten noch Torgefahr bringt. Das heißt, das ist mein zentraler Abwehrspieler. Und dann gehe ich noch mit Mitchell Weiser von Werder Bremen, weil er offensiv was beitragen kann in Hoffenheim. Rein auf die Defensive bei Bremen würde ich tatsächlich nicht gehen. Wie du schon gesagt hast, mit Groß, mit Malantini hinten drin, ist mit Union, glaube ich, das schon krass, dass Bremen überhaupt noch so stabil dasteht. Aber Mitchell Weiser finde ich relativ offensiv stark. Deswegen wird Mitchell Weiser bei mir die Abwehr komplettieren. Und dann bin ich mal gespannt, für wen du dich jetzt entschieden hast, anstatt Robin Gosens. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer der zweite Spieler ist, auf den du spekulierst. Ich würde sagen, zu Juranovic, da wäre ich gar nicht so sicher, dass er spielt, weil ich habe das Spiel nicht komplett live verfolgt. Ich habe nur tatsächlich im Forum auch gelesen, dass für viele, wie heißt denn der alte Mann, Trimmel. Anscheinend den besseren Job gerade offensiv gemacht hat. Ich bin grundsätzlich eigentlich großer Juranovic-Fan. Mhm. Ich finde nur spannend, dass er tatsächlich immer wieder auf der Kippe steht und gar nicht unbedingt immer spielt und Trimmel das mit, ich glaube, 37 Jahren mittlerweile gar nicht so verkehrt macht. Deswegen gehe ich doch auf Nummer sicher und nehme Roussillon mit. Auch wenn ich Roussillon eigentlich gegen Dortmund überhaupt nicht aufgestellt hätte, dann hätte ich gesagt, vielleicht ändere ich das noch, aber komm, lass mal Roussillon drin. Mach mal Roussillon rein und Efo wird es, glaube ich, verkraften, solltest du doch noch was ändern. Er muss es erst noch akzeptieren, aber wenn er das akzeptiert, nehme ich es mit. Und dann mache ich weiter mit meinem letzten Abwehrspieler. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der, den du auf dem Schirm machst, und zwar Riedle Barken. Nee, der kommt später, ich freue mich so drauf. Ich gehe fast davon aus, dass er gesperrt ist, wie noch immer ich es später noch aufbringen werde. Also Riedle Barken, letzter Abwehrspieler, hat mir letzte Woche Glück gebracht, auch wenn er mit dem Torschützen Behrens geklaut hat. Und im Mittelfeld gehe ich mit Flo Wirtz gegen Köln, gegen den Ex-Verein. Da muss was gehen. Wirtz, glaube ich, aktuell der überragende Spieler der Liga insgesamt. Ich wusste keinen, wen ich aktuell drüber stellen soll, ehrlich gesagt, abgesehen vielleicht von Harry Kane. Und gegen Köln wäre es mir zu schade, Leverkusen Abwehrspiele aufzustellen. Wunderbar, dann würde ich sagen, trippeln wir zum ersten Mal Flo Wirtz bei uns alle drei ins Teams, also Alex Knight, du und ich, wir alle drei mit Flo Wirtz, absolut, du hast absolut recht. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, Wirtz rauszunehmen, weil ich Frimpong irgendwie noch ein ganz gutes Spiel zutraue, aber es ist auch so bitter, Wirtz Punkte solide und es spielt noch nicht mal überragend, also so, und es kann immer sein, dass er jetzt mal an ein, zwei Toren wieder beteiligt ist direkt und dann wird er gleich durchbrechen, was die Punkte betrifft, deswegen nehme ich keinen Wirtz raus, dafür nehme ich, und da bin ich mal gespannt, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass Jan-Niklas Beste angeschlagen ist, aber er kommt auf jeden Fall zu Hause. Das hatte ich auf dem Schirm, Nico. Das hattest du auf dem Schirm, das habe ich nicht auf dem Schirm. Das hatte ich tatsächlich auf dem Schirm, ja. Ja, deswegen packe ich ihn noch bei mir rein. Aber genau, mit Option, dass er vielleicht getauscht wird und wenn er getauscht wird, möglicherweise sogar gegen Bochumer Asano oder gegen Bochumer Stöger, mal gucken, aber derzeit Heidenheim, Jan-Niklas Beste zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich sehe auch den Heimsieg der Hoffenheimer. Wunderbar. Darf ich weitermachen? Du darfst weitermachen. Wunderbar. Sag mal, ich bin zwei Mittelfeldspielern weiter. Der erste, Nadim Amiri, wurde eben schon genannt, muss ich mitnehmen, gegen Gladbach zu Hause, gegen Leverkusen, starkes Spiel gemacht. Der zweite, du hast noch nicht lachen, vielleicht kommt er später noch, er ist ein Gladbacher, es ist aber nicht Rocco Reitz, sondern Kone, den ich mit dem eigentlich ganz gut gefallen hat, einen sehr strittigen Elfmeter rausgeholt hat. Wobei ich gar nicht sagen kann, dass es eine krasse Fehlentscheidung war, aber es war einfach beide gleichzeitig zusammengeknallt mit den Füßen, einer schreit, einer nicht, dann gibt es Elfmeter. Weiß ich jetzt nicht, aber Kone ist der zweite und dann übergebe ich zurück an dich, Nico. Ja, traumhaft. Ich wir trippeln den zweiten Spieler mit Najim Amiri. Ich tippe mal, das habe ich, wollte ich davor auch schon sagen, könnte auch eine Dreierwette dann draus werden, dass Amiri der meistgepickte Spieler wird.
Also, weil du hast Mainz zu Hause. Viele tippen, glaube ich, auf einen Heimsieg der Mainzer. Und Ja. dann kommt eigentlich nur Amiri. Da gibt's, von Mainz gibt es einfach keinen anderen, der da in Frage kommt. Deswegen könnte Amiri tatsächlich für mich der meistgepickte Spieler an diesem Spieltag sein. Und genau, du hast Gladbach gesagt. Ich hätte mir vorstellen können, dass du auch einen Gumu reinnimmst, weil das so ein typischer Jacob-Move gewesen wäre. Finde ich, Ja, ja. ja, schon. Schon. Und ich glaube, ein Gumu holt die 4,5. Ehrlich gesagt. Ich Von dem. muss also ich muss mir Ja. das nochmal genauer angucken, aber das Tor war, glaube ich, auch eher ein Eigentor eigentlich am letzten Spieltag. Müsste ich mir nochmal genau anschauen. Habe ich jetzt zumindest so oft gehört schon, dass ich mir die Szene selber nochmal angucken. Er muss vielleicht auch gerne, wer das Spiel intensiv verfolgt hat, kurz in die Kommentare hauen, ob das tatsächlich ein Gumu-Treffer war. Oder eher ein Eigentor, aber ich glaube, es ist ja auch kein gutes Spiel von Gumu. Es ist aber auch, muss ich dazu sagen, für mich und für so viele Leute die negative Überraschung überhaupt im Interactive Manager, dass ich den, glaube ich, bis Saisonende, selbst wenn der jeden Spiel wegspielt und trifft, nicht mehr aufstellen werde, weil der Mann meine Hoffnung zerstört hat. Ich mache dafür mit dem nächsten Premierenspieler bei mir im Team weiter. Und zwar habe ich jetzt denjenigen gefunden, der zwei Tore schießen wird gegen Augsburg. Und zwar von Darmstadt. Und zwar wird es Justwan sein, der bei mir ins Team rutscht. Zu Hause. Er braucht kein Marvin Mehlen. Er schießt einfach die Tore jetzt selber. Julian Justwan, zwei Tore gegen Augsburg. Leuchtet richtig schön blau in meinem sonst mal wieder so roten Team hervor. Und jetzt bin ich mal gespannt, welcher Mittelfeldspieler dein Mittelfeld denn komplett macht. Aus Leipzig, eben schon angepriesen von mir. Und diesmal ist es nicht Schavi, sondern ich habe Dani Olmo mitgenommen. Schön. Ja. Einfach ein geiler Kicker. Punkt Einfach ein geiler aus. Kicker. So. Ich habe im Gegensatz zu euch ja einen recht souveränen Leipziger Auswärtssieg auch in Bochum getippt. Ihr seid ja beide breit und du seid beide beim Unentschieden gewesen, Ja. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, dann wird es auch so kommen. Und dann mache ich im Sturm weiter mit meinem ersten und nachdem ich kein Bayern-Mittelfeldspieler drin habe, ist es Harry Kane. In Freiburg gegen Leipzig wieder ein wichtiges Tor auch gemacht am Schluss. Ich glaube, gegen Freiburg wird mindestens eins dazukommen. Und du darfst. Ja, okay, der dritte Spieler, den wir alle drei haben, ist auf jeden Fall Harry Kane. Ja, könnte sogar mit Amiri zusammen natürlich der meistgepickte Spieler sein, obwohl bei Bayern gibt es natürlich immer so ein bisschen mehr Auswahl noch. Aber nachdem sich Sané und Musiala und alle wieder auch nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert haben im letzten Spiel, denke ich, dass Kane wirklich häufiger genannt wird. Also bei mir wird Kane mit reinkommen. Und ich werde noch mitnehmen Demirovic. Hatte ich im letzten Spiel gegen Freiburg wirklich ein starkes Spiel von Ermedin Demirovic, muss man schon sagen. Auch wenn ja, er jetzt auch schwächere Spiele mit dabei hat, gerade auch in letzter Zeit schwächere Spiele mit dabei hat, so fair muss man schon sagen, sein. Aber gegen Freiburg war es ein starkes Spiel und er spielt in Darmstadt. Von dem her nehme ich Demirovic mit und bin mal gespannt, welche zwei deine letzten Stürmer werden. Ich weiß jetzt auch, wenn du meinst, Nico, es tut mir leid. Ja? Also der erste Stürmer kommt aus Hoffenheim, Maxi Bayer, letzten Spieltag stark gespielt. Muss natürlich wieder mit rein. Und der letzte ist ein Dortmunder Stürmer. Und da muss ich aber dazu sagen, ich hätte ihn nicht mit drin gehabt, ich werde ihn jetzt aber trotzdem droppen. Ich kann dir gleich gerne meine Notizen schicken. Ich hätte mir Niklas Füllkrug aufgeschrieben, weil ich tatsächlich wusste, dass Donny Malen gesperrt fehlt. Und das auch nur, weil ich gerade Abgangsgerüchte zu Donny Malen wieder gelesen habe und tatsächlich völlig random in dem Nebensatz, eine Stunde vor der Aufnahme ungefähr, gesehen habe, dass Donny Malen am Wochenende fehlen wird, weil im Raum steht, dass Donny Malen nach der Saison den BVB verlassen darf für eine Summe von 40 plus Millionen. Was ich spannend finde, weil er jetzt ja endlich mal überzeugt und ich nicht ganz verstehe, warum er ihn jetzt abgeben möchte, aber ich glaube, wir verstehen sehr, sehr viel in Dortmund nicht, was Personalentscheidungen angeht, angefangen mit Can zum Kapitän. Bis hin zu was weiß ich alles. Ja, Donny Malen fehlt Geld gesperrt. Jakob stellt aber natürlich nicht Donny Malen auf. Nico gewinnt nur 10 statt 100 Euro. Und Niklas Füllkrug stürmt bei mir zusammen mit Kane und Bayer. Ja, Donny Malen war auf jeden Fall meine Doppelwette. Verdammt, sind nur 10 € geworden und keine Ja. 100. Ich hätte mich so gefreut.
Sehr, sehr traurig. Ich mache fertig mit RB Leipzig, wie gesagt, 2:2 gegen Bochum. Und derzeit kommt man nicht an Benny Šeško vorbei. Also ist für mich vor Openda gesetzt. Also was die Torgefährlichkeit betrifft derzeit, deswegen Šeško. Damit kopiere ich komplett, und das finde ich schon spannend, den Sturm von Night Night von Alex. Mhm. Wir haben genau die gleichen drei Stürmer. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, Jacob. Von dem her bin ich mal gespannt. Drück an der Stelle ausnahmsweise mal dir, Alex, die Daumen. Und bin mal gespannt, wen du als Capitano reinnimmst, mein Lieber. Nicht niemanden. Ich musste langsam ein bisschen ins Risiko reingehen, und dann bin ich bei Amiri gelandet. Du hast zwar gesagt, dass viele nach dem Amiri aufgestellt haben, das glaube ich auch absolut, weil es geht zu Hause gegen defensiv sehr, sehr anfällige Gladbacher Mainz unter dem neuen Trainer top eingestellt, gegen Leverkusen super Spiel gemacht, die Woche davor auch schon ein gutes Spiel gemacht. Amiri ist der Fixpunkt überhaupt, auch wenn er einen Elfmeter schon verschossen hat. Trotzdem, man merkt einfach, dass er, ich will jetzt dieses plumpe Begriffe wie, er hat die Cojones, aber man merkt, er spielt sehr, sehr befreit auf einfach nur. Er hat halt die ganze Hinrunde mit Abstiegskampf nicht miterlebt, sondern er kommt aus der kompletten Erfolgswelle Leverkusen raus, und man merkt, dass er so ein bisschen versucht, seine Mitspieler einfach mitzureißen, positiv voranzugehen. Es wird nicht mehr lamentiert wie früher, sondern so wie ich ihn absolut in Mainz wahrnehme, ein absolutes Vorbild gerade auf dem Platz, und deswegen auch ein absolutes Vorbild als Kapitän meiner Top 11. Ich habe übrigens noch eine ganz kurze Frage, bevor du deinen nennst, Nico. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Hast du Šeško Interactive behalten oder hast du ihn abgegeben? Ja, ich habe ihn behalten. Sehr gut. Ja. Amiri gefällt mir richtig gut. Also ich finde, man schwankt zwischen den drei Spielern, die alle drei haben. Wirtz, Kane, Amiri. Ich gehe da auf Nummer sicher mit Kane, obwohl Kane dann auch immer die höchste Wahrscheinlichkeit für die 5,0 auch hat derzeit, witzigerweise. Aber ich wähle Kane aus, einfach weil die Innenverteidigung bei Freiburg einfach zu schlecht ist. Und ja, das Beste an meiner Saison ist tatsächlich, dass ich Šeško behalten habe. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich letztendlich für das Behalten von Šeško entschieden habe, weil ich wusste, ich werde sowieso kaum noch was zu gewinnen haben. Aber wenn ich den, also wenn du den abgibst und dann liefert er so, wie er jetzt liefert, dann ärgert man sich einfach so unfassbar. Und den Punkt habe ich mir zumindest genommen. Dafür habe ich mir halt grandios Schick und Sané reingeholt. Und die beiden, ist ja unfassbar schlecht einfach, leider Gottes, was die abliefern. Was will ich sagen? Ja. Was soll ich zu sagen? Ich habe mir Schick auch dazu geholt. Bei mir ist ja sogar die Ausgangslage noch ein Tick eine andere gewesen. Ich weiß. Und die Rückrunde läuft überraschend gut. Mhm. Also ich bin jetzt auf Platz 730 insgesamt vor. Das klappt gut, aber das ist trotz Schick. Und ich habe ja ganz lange überlegt, wird es Openda oder wird es Schick? Last Second ist es dann Schick geworden. Gut, das hätte auch besser laufen können. So, also selbst Openda, der ja deutlich schlechter performt noch als der Hinrunde, trifft halt trotzdem noch immer mal wieder. Ja. Und holt zumindest mal eine 3. Ja. Schick spielt einfach gar nicht mehr. Krass. Das richtig. Geld hätte ich woanders besser investiert. Aber gut. Da hat man sich richtig krass blenden lassen von einem Spiel. Ja. Komplett. Und komplett. Also es war ja nicht nur so, dass das eine Spiel so war, dass er da dreimal angeschossen wurde, sondern mit rechts, mit links, mit dem Kopf, glaube ich, überragend gespielt einfach nur. Und dann danach völlig in der Luft, völlig ohne Bindung zum Spiel. Also die ersten ein, zwei Spiele waren noch ordentlich. Das haben wir auch noch gesagt. Das war einfach ein bisschen unglücklich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was das erste Spiel war, wo er zweimal perfekt vorlegt und im Endeffekt, glaube ich, Frimpong das leere Tor nicht trifft. Gladbach oder so. Gesagt. Ja, aber ich glaube, es war gegen Gladbach das 0-0 einfach nur, wo wir gesagt haben, er stimmt. Wo wir gesagt haben, es ist gar nicht so verkehrt, aber seitdem wurde es einfach stetig schlechter. Borja drängt sich jetzt auch nicht auf. Dafür macht es Adli ganz gut. Gerade wenn ich im Winter abgegeben habe, Adli natürlich. Da passt. Personalplanungsmäßig gar nichts zusammen. Das Einzige, was mich rettet, ist, ich habe Mio in der Winterpause geholt von den Stuttgartern. Der sammelt Tore und Punkte, der rettet mich gerade so ein bisschen. Ja, bei mir ist Stiller total in Ordnung vom Winterpausen. Neuzugang und Šeško behalten, ist mein wichtigster Winterpausen-Neuzugang gewesen. Und Flo Wirtz ist natürlich auch ein guter Winter-Neuzugang bei mir gewesen. Ja. Wunderbar, Jacob. Ich wünsche dir ein richtig gutes Wochenende. War sehr, sehr schön, dass du wieder dabei warst. Bisschen weniger zu lachen, dafür umso mehr Austausch. Erfolgreiches Wochenende wünsche ich dir. Auch dir was Schönes von den 10 Euro, Nico, und den Rest schönes Wochenende. Wunderbar. Ich schließe mich, Jacob, an. Euch auch ein schönes Wochenende. Wir freuen uns über eure Teams und wir sehen uns Sonntagabend 9:45 wieder zum Livestream und den Kicker-Noten. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.